In diesem Video lernst du, wie du den Schnittpunkt zweier Geraden bestimmen kannst. Der Schnittpunkt zweier Geraden ist der Punkt, den beide Geraden gemeinsam haben, der in der beiden Geraden gleich ist. Das heißt, wir setzen die Gleichungen gleich. Versuche nun, den Schnittpunkt selbstständig zu berechnen. Du musst dazu die Gleichungen zeilenweise aufschreiben und dann versuchst du das Gleichungssystem entweder nach t oder nach u zu lösen und setzt den Wert, den du bei t und u oder u herausbekommst, in die jeweilige Parameterdarstellung ein, um so den Schnittpunkt zu berechnen. Und für die Nummer 2 beim Grafischen, zeichne die beiden Geraden und lies den Schnittpunkt ab. Ich hoffe, dir ist das Beispiel nicht allzu schwer gefallen. Ich habe hier schon die Lösung für dich vorbereitet. Wir werden sie jetzt noch gemeinsam durchgehen. Also, wir haben schon zu Beginn gesagt, wir wollen den Punkt, der in beiden Geraden gleich ist. Das heißt, wir setzen die Parameterdarstellungen gleich. Dann lösen wir zeilenweise auf. Wir bekommen hier in der ersten Zeile minus 3 plus t mal 2 und auf der anderen Seite minus 5 plus u mal 4. Die zweite Zeile ergibt sich dann durch 4 plus t mal minus 3 und 1 plus u mal minus 2. Im nächsten Schritt, also wir sehen hier, wir haben ein Gleichungssystem mit zwei Unbekannten und wir müssen uns daher für eine von den drei Methoden, so ein Gleichungssystem zu lösen, entscheiden. Ich habe jetzt die gewählt, wo ich eine Unbekannte ausgedrückt habe. Also ich habe aus dieser Gleichung habe ich mein t ausgedrückt und komme so auf minus 1 plus 2u. Und dieses t kann ich jetzt in die zweite Gleichung einsetzen. Also anstelle von dem t habe ich das gelbe t eingesetzt hier. Dann haben wir eine Gleichung bekommen, wo nur eine Unbekannte, also das u, drinnen ist. Du schaust dann, dass die Zahlen alle auf eine Seite kommen. Also 4 plus 3 ist 7 und dann 1 auf die andere Seite minus 1 ergibt 6. Und minus 6u auf die andere Seite minus 2u plus 6u ergibt 4u. Dann kannst du einfach das 6 durch 4 dividieren, kürzen und du bekommst 3 halbe. Also wir haben jetzt einen Wert für u herausbekommen. Und jetzt ist ganz wichtig, dass du dieses u nimmst und diese Parameterdarstellung, weil hier ist ja unser u enthalten. Wenn wir uns t ausgerechnet hätten, dann müssten wir die andere Parameterdarstellung nehmen. Aber wir müssen die nehmen, wo auch wirklich das u vorkommt. Und hier haben wir, setzen wir jetzt einfach ein, also das minus 5 übernehmen wir von oben und anstelle von unserem u ersetzen wir das jetzt durch 3 halbe. Und das dann ausgerechnet ergibt uns den Schnittpunkt 1 minus 2. Und im Grafischen, wir zeichnen beide Geraden ein. Also wir starten wieder, suchen uns den Punkt minus 3, 4. Dann zeichnen wir den Vektor 2 minus 3 ein, also 2 minus 3. Und dann können wir die Gerade einzeichnen. Und für, also das heißt, das ist die Gerade G. Und für die Gerade H genau dasselbe. Wir starten im Punkt minus 5, 1, zeichnen unseren Vektor 4 minus 2 ein. 4 minus 2. Und dann können wir so die Gerade zeichnen. Und jetzt befindet sich hier unser Schnittpunkt. Und wir sehen, es ist auch 1 minus 2. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.